Herzlich willkommen zu unserem Erklärvideo zur klassischen Konditionierung. Tobias ist 13 Jahre alt und ein fröhlicher Mensch, der gerne neue Sachen ausprobiert. Wenn Tobias auf seinem Skateboard steht, empfindet er Freude und Spaß. Doch eines Tages hat Tobias mit seinem Skateboard einen Unfall, wobei er sich verletzt. Daraufhin hat er zu viel Angst, um wieder auf sein Skateboard zu steigen und vermeidet es. Doch warum hat Tobias auf einmal totale Angst? Diese Frage werden wir in unserem Video klären. Vor dem Konditionierungsprozess. Das Skaten ist der neutrale Reiz und führt zum Spaß und zur Freude, also zu der neutralen Reaktion. Die Konditionierungsvoraussetzung. Heute ist Tobias vom Skateboard gefallen, was zu Angst, Verzweiflung und vor allem zum Schmerz führte. In unserem Beispiel ist der Unfall der unkonditionierte Reiz. Man spricht dabei von einer ungelernten Aktivität. Die Angst, die Verzweiflung wie auch der Schmerz sind die unkonditionierten Reaktionen. Damit ist eine ungelernte Antwort auf die Aktivität gemeint. Während des Konditionierungsprozesses. Ab jetzt verbindet Tobias den neutralen Reiz, das Skaten, mit der unkonditionierten Reaktion, der Angst sowie dem Schmerz. Das Ergebnis des Konditionierungsvorgangs. Tobias hat daraus gelernt, dass Skaten immer zu einem Unfall und einer Verletzung führt. Zusammenfassend führt der neutrale Reiz zur neutralen Reaktion, der unkonditionierte Reiz zur unkonditionierten Reaktion, der neutrale Reiz plus der unkonditionierte Reiz zur unkonditionierten Reaktion und der konditionierte Reiz zur konditionierten Reaktion.